Das hier ist Veronica, der kleine Tenontosaurus. Diese hat leider ihre Eltern verloren, aber sie lebt noch zusammen mit ihrem besten Freund Weißes. Der ist ein bisschen älter als sie, aber sind ungefähr im gleichen Alter. Und die beiden machen sich jetzt erstmal gemeinsam auf die Suche nach Nahrung. Ist noch irgendwo andere Tenos? Oh, hoffentlich können wir die finden. Oh! Schon haben wir einen neuen Freund. Wir haben tatsächlich schon mal mit diesem Nautili zusammengespielt. Ich erinnere mich auf jeden Fall an diesen Namen. Hier sind noch andere Tenos. Ah, das ist sogar ein Erwachsener. Aber der hat gebrochene Beine, so wie es aussieht. Oh, das ist ja ein perfekter Start. Damit sind wir schon wieder eine gute Herde. Na, guck mal. Jetzt haben wir wieder was für unsere Diät. Das ist doch super. Okay, wir müssen ja wohl das Wasser überqueren, so wie es aussieht. Na, der Erwachsene kommt gar nicht mit. Schade, schade. Aber der muss wahrscheinlich auch erst seinen Beinbruch auskurieren. Oder läuft was? Ein kleiner Fleischfresser auf jeden Fall. Gut, dass wir zu dritt sind. Oh, da sind noch mehr. Raptoren. Das ist ein Stego. Ich weiß nicht, ob wir uns mit dem anfreunden können. Und andere Tenos sind hier auch noch. Oh, sehr gut. Sind wir auf jeden Fall eine starke Gruppe. Hallo Stego. Ach, wie schön. Stego beschützt uns, das ist lieb. Oh, ist das schön, dass wir jetzt so schnell wieder eine Familie gefunden haben. Wir haben auch alle so schöne unterschiedliche Farben. Gefällt mir echt gut. Also, falls wir nesten sollten, werden das interessante Babys. Jetzt gehen wir wieder, glaube ich, dahin zurück, wo wir herkommen. Die Teno Rocks. Okay. Ich glaube, das ist der Ort, wo ich vorhin das Video angefangen hatte. Bloß nicht reinfallen. Aber ich glaube, der Stego muss eh rüberschwimmen. Was macht er jetzt? Läuft er auch über den Baumstamm? Nee, oder?
Oh Gott. Das funktioniert sogar. Okay. Hätte ich nicht gedacht. Hätte gedacht, der bricht sich die Achsen. Oh nee! Rausgeflogen! Perfekt. Wenigstens ist es jetzt wieder am Tag, aber ich habe mir gerade aus Versehen beim Einloggen die Beine gebrochen. Gott sei Dank bin ich nicht gestorben. Echt viel Schaden gemacht. Wir müssen gleich wieder zu unserer Familie, aber ich will einmal ein Schlammbad machen. Das ist in Ordnung, das Bein kann verheilen. Aber dass jetzt wieder Tag ist, ist ganz schön. Die werden sich, denke ich mal, auch alle wieder einloggen. Es sind nur ein paar Sekunden vergangen. Okay, die wollen wohl irgendwem helfen. Ich habe gesagt, die können ruhig gehen. Ich kann kurz mein Bein heilen und dann laufe ich denen hinterher. Ich finde die gleich schon wieder. Aber 59% Wachstum schon, das ist alles okay. Ich bin sehr, sehr glücklich darüber. Na, guck mal, er wartet. Der ist der Beste. Ah, da sind schon die Namen. Müssen wir hier mal das Wasser noch und dann passt das. Einfach rüber. Ich hoffe, nicht gefressen zu werden. Schon sind wir wieder vereinigt. Der Stego ist auch noch am Start. Oh, hier liegt auch was Totes. Ein toter Theno. Was ist denn hier passiert? Oh, das ist doch keiner von uns, oder? Ich glaube, die kämpfen hier gerade, die anderen Thenos. Ich bin gerade ein bisschen überfragt, was hier abgeht. Er will, glaube ich, einfach nur fressen, der kleine Kano. Aber irgendwer ist halt von uns hier gestorben. Das ist echt bitter. Na, jetzt haben wir noch mehr in der Gruppe, so wie es aussieht. Jetzt haben wir jetzt sozusagen zwei Theno-Gruppen vereinigt. Oh nein, der Stego legt sich schlafen, glaube ich. Ach, schade. Ich glaube, der lockt sich aus. Na gut, dann ist es so. Aber hier ist ein kleiner Pachi. Ja. Ein Stego weniger, dafür einen kleinen Pachi. Das ist eine ganz schöne Schwächung fürs Team. Aber das ist schon in Ordnung. Wie möchte ich da nicht rüber? Trau mich nicht. Ach, Gott sei Dank. Ich lebe. Oh, da hinten ist auch irgendwas Böses, glaube ich. Wir haben alle überlebt, wo wir total auffällig waren. Na, da ist der Kano. Sieht man ihn nochmal. Bögt er hier rüber. Jetzt kommt er an die Klippe. Oh yeah, Schlammbad. Ah, oh, einer lockt sich aus, okay.
man sieht die Pachis fast gar nicht mehr im Schlamm. Das ist echt verrückt, ne, in der Nachtsicht, wie gut das ist, diese Schlammmaske. Die verschmilzen einfach komplett mit dem Hintergrund. Ja, ich aber auch, ne? Schon nicht schlecht. Schade, dass es nur so kurz hält. Sonst wäre das halt echt ein Riesenvorteil. Guck mal, es ist ein Raptor oder so. Da sind mehrere Raptoren. Oh, die greifen uns an. Okay. Weg mit euch. Oh, die Raptoren sind da oben. Oh, da gehe ich jetzt hin. Da gehe ich jetzt Unruhe stiften, da sehe ich mich. Immer schön Ärger machen. Wichtig und richtig. Oh yeah. Bauen wir hier wohl ein Nest? Warum ist da eine Leiche rausgekommen? Das war ja seltsam. Jetzt können wir hier die Eier legen, glaube ich, ne? Lege ich hier mal die Eier rein. Und dann geht's los. Ich bin nicht mal ganz ausgewachsen. Wir brüten gerade schon die ersten kleinen Babys aus. Ist das nicht schön?
Ja, jetzt loggen sich alle aus, aber der Server ist auch sehr, sehr leer, leider. Ich weiß nicht, ob sich das hier mit den Eiern noch lohnt. Keine Ahnung. Hallo, kleiner Pari. Wie es nicht mehr hochkommt. Oh yeah. Hab mal lieber ab. Ihr kleinen fiesen Viecher. Komm doch her. Keine Ahnung, wie man das am besten fightet. Ich glaube, man muss vorsichtig sein. Sollen sie es wissen? Oh, die greifen Wieses an. Ich gehe auch gleich wieder hin, sobald die Blutung aufhört und ich wieder die Stamina voll habe. Dann geht es auch dem Nest gut und dann kann ich helfen. Pech! Wo ab? So, Babys sind gerade fertig. Aber ich glaube nicht, dass wir noch Anfragen kriegen, ehrlich gesagt. Der Server ist halt schon echt sehr leer. Hau ab, Raptor. Hör doch mal zu, dieses. Schön auf den Kopf kloppen. Oh. Habe ich Wieses erwischt? Was wollen die denn, die Raptoren? Unser erstes Baby. Biofox schlüpft gleich. Ich hoffe, die Raptoren nerven jetzt nicht. Natürlich nerven die jetzt. Ah, es ist geschlüpft. Unser erstes Baby. Juhu. Oh, ist das schön. Hallo, Vio. Hey.
Aber andere Nester, also andere Eier wollen gerade nur nicht schlüpfen. Die Raptoren greifen natürlich an und ich bin hungrig und durstig. Ach, so niedlich. Ich muss nur leider immer ein Auge nach vorne haben wegen den Raptoren. Das ist halt das einzige Problem. Sieht schon wieder so aus, als wenn sie gleich kommen. Die machen uns das Leben hier ein bisschen schwierig. Wie geht's dir denn, Vio? Alles okay? Ich glaube, die battelt gerade. Fütter ich sie mal? Tja, Raptor, das hast du davon. Pech gehabt. Leg mich mal wieder aufs Nest. So winzig. Du kannst halt fast gar nicht erkennen. Aber das ist gerade gewachsen, man hat es gesehen. Na, guck mal, der Papa füttert. Oh, wie süß. Oh, hier ist ein Croc. Dass ich das gehört und gesehen habe. Vorsichtig, Kleine. Wo geht sie hin? Ich hoffe, die kommt hier wieder hoch. Oh Gott, Vio. Das war, glaube ich, ein Fehler. Oh nein. Und da ist Ei Nummer 2 geschlüpft. Oh, wie süß. Oh, die rennen durch. Oh, zum Nest. Oh nein. Dem Baby geht's gut. Dann ist ja alles fein. Leider keine gute Diät für dich. Zerstör das Nest, wir hauen ab hier. Wir müssen auf die Raptoren aufpassen. Oh, fast erwischt. Komm her.
Versuch mal hier jetzt einen kleinen Schluck zu trinken. Ich hätte auch am Wasserfall trinken können, aber das dauert immer so lange, bis man den richtigen Spot findet. Muss ja erstmal nur ein kleiner Schluck sein. Na, was wollt ihr, Raptoren? Hm? Kommt her. Ich will eigentlich, dass einer auf mich springt, ehrlich gesagt. Und dann kann ich den, glaube ich, ins Wasser schmeißen. Schade. Ich bin auch fast erwischt. Kann auch Ausdauer. Mal kurz ein bisschen Ausdauer tanken. Will die aber auch nicht zu unseren Kindern bringen eigentlich. Kinder, versteckt euch! Nein, ein Baby ist tot. Oh, haben die das nicht mitbekommen? Ein Baby hat's erwischt. Das gibt's doch nicht. Ah, dass sie da auch so offen stehen, ist echt ärgerlich. Ich dachte, die sind zumindest im Busch versteckt, die Kinder oder so. Danach war der Angriff der Raptoren auch vorbei. Und langsam aber sicher brach die Nacht wieder ein. Da der Server schon so leer war, haben wir uns dann alle dazu entschieden, uns auszuloggen. Und am nächsten Tag habe ich dann wieder alleine weitergemacht. Da unten ist ein Kanu, der kommt rüber. Ich glaube, das könnte gleich ein Kampf werden hier. Bleib mal hier an der Klippe. Kommt jetzt auch her. Ich weiß gar nicht, wie ein 1 gegen 1 gegen Kano ist. Wahrscheinlich nicht so gut. Aber wir müssen es ausprobieren. Wir müssen viel dazu lernen. Könnt ihr ja gerne dann wieder Tipps in die Kommentare schreiben, wenn ich gleich gestorben bin. Wo ist er denn jetzt? Jetzt versteckt er sich. Da ist er. Ich glaube, die sind zu zweit. Ja, die sind zu zweit. Wir müssen abhauen. Während die sich da groupen, müssen wir abhauen. 2 gegen 1 will ich nicht. Okay, die groupen sich. Wir hauen ab.
Wir rennen. Besser ist es. 1 gegen 1 hätte ich gemacht, aber nicht 2 gegen 1. Ja, die haben aber gesehen, dass ich hierhin abgehauen bin. Ah, ich glaube, war die richtige Entscheidung. Oh, es sind sogar 3 Kanus. Okay, perfekt. Gut, dass ich gegangen bin. Oh mein Gott, warum kann der Kleine mich schon reinziehen? Als ob. Das gibt's doch nicht. Bitte nicht. Oh, wie mies. Okay, 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 chillen. Wir bleiben kurz hier. Kurz ausruhen. Oh, das Croc kommt auch runter. Oh mein Gott, ich bin hier stuck. Was ist das denn jetzt? Okay, ich bin tot. Oh, wie gemein! Ich hätte einfach versuchen sollen, runterzukommen, so ein Mist. Ich dachte, ich kann halt hier erstmal meine Blutung wieder loswerden. Ah, wie ärgerlich. Ah, krass, ey, das Krokodil sah gar nicht so groß aus. Das soll es jetzt aber auch mit der heutigen Folge gewesen sein. Falls es euch gefallen haben sollte, lasst gerne ein Like da, das wird mich sehr unterstützen. Und schreibt auch gerne in die Kommentare, welchen dieser Dinosaurier ihr als nächstes sehen wollt. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.